Am Dianaga weiterhin. Ja, voraus, gerade zu den Eleven. Ihr seid dieses Decks verwiesen. Und richtet eurer Magistra aus, dass sie hier keinen Zutritt mehr hat. Auch nicht zum Steuerraum. Befehl des Kapitäns. Ihre neue Anweisung ist, den Raum, den Schlund zu den Niederhöllen, zu versiegeln. Wir stehen dazu die Aufzeichnungen von Magister Brinjijian und Iribalgur zur Verfügung. Ja, wir werden das so weitergeben. Gnaden. Ja, dann. Die Harte hat. Halte dir es Beweise, allein mit Geleister zu sprechen. Weise ist das nie, aber ich möchte nicht das Seelenheil von Leuten, die so wissenschaftlich daran herangehen, aufs Spiel setzen. Außerdem gedenke ich nicht, sie auf ewig von dort oben zu verbannen. Magistra Korab hat ihren Nutzen bewiesen und die Steuerfrauen sollen gerettet werden. Aber der Raum unten, er muss versiegelt werden. Habt ihr recht. Ich hatte gehofft, dass eure Maßnahme noch ein wenig länger halten würde, aber kennt euch da wohl aus. Und über seine Schulter. Hörst du, Piranha? Wir holen dich hier raus. Bald. Bald. Wie Wenn du geht's dir möchtest. jetzt, Jalan? Aus gefälliger Wahrheit wird ans Licht kommen. Ahmad wird bekommen, was ihm zusteht, was auch immer das sein mag. Und fühlt es, bist du wenigstens erleichtert, jetzt einmal alles von deiner Seele geredet zu haben? Ich habe alles Wichtige von meiner Seele geredet in Festum. Mir wird keine Absolution zuteil, indem ich Ergold Riedkötter meine Lebensgeschichte erzähle, die ihr abgesehen davon schon kennt. Ich bin hier, um über die Schlacht zu reden. Ein Wort noch, Jalan. Ich hoffe, du weißt, ich würde immer wieder mein Leben für dich geben. Ich meine es für euch. Und die Mannschaft für euch. Aber verheizt sie nicht, egal was ihr tut. Was heißt immer wieder? Achmed ist da? Ah, ich stehe die Achmed ganze ist Zeit da, neben so. Jalan. Ach, das ist natürlich, Mal natürlich. hat er angesagt. Frosty, du bist ein Sack sondergleichen, wirklich. Du hast an allen Dingen, die ich dir ankrallen kann, das ist dein größtes Verbrechen. Was denn? Dass ich den Pisser mit mir rumschleppen muss. Das ist doch nicht mein Ding. Nun, bei dem, was wir alles durchgemacht haben. Aber Sagtet, ihr würdet euer Leben wieder für ihn geben. Wie meint ihr das? nun auch immer wieder haben wir uns in Situationen begeben, wo der Tod sicher war. Und ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal. Und ein ums andere Mal sind wir lebend wieder herausgekommen. Und auch das nicht zum letzten Mal. Ja, die Schlacht. Ja, habt ihr noch was zu besprechen? Also IT oder könnte es Ja, losgehen? er hat überhaupt keinen Schlachtplan. Ja, um Gottes Willen, ja. Ich wollte gerade sagen, also ihr habt gerade ein massives Problem, dadurch, dass eure Arche nicht feuern darf. Es sei denn, ihr Ich habe überlegt einen es euch halt Plan. anders. Ich habe einen Plan, wie wir die Galeere loswerden. Ohne Feuer. Rommeli ist auch da? Ja, bestimmt. Vermutlich ziehen wir in den Kartenraum um. Nein, was Romilly mit ihrer Hexenschwester anstellen kann, ist die Besatzung auf Galeere ziemlich, Wenn wir Ja. Glück haben, wenn wir Glück haben, müssen wir das nicht. Aber erstmal gucken, was F zu meinem Vorschlag sagt. Das Problem, Gut. was ihr gerade habt, eure Kriegskunstprobe wird gerade massiv erschwert, weil ihr keine Artillerie mehr habt. Belagerungsgerät wären halt auch nochmal eine 6-Punkte-Erleichterung. Oh yeah. Klar, Muss ich aber wie nochmal gleich gesagt, die ausrechnen. Besatzung auf dem Schiff kann ich ein bisschen einschränken. Mit Tränenkraut und ehrlich gesagt. Wenn ihr meine Söldner Gut, verheizt, Everdarius ist wieder da. Weil Warnbeutel auf die Geschützmeister. ja, Magnaden, schaut mal hier. ihr seid umgezogen in den Kartenraum und steht jetzt im Kartenraum mit der versammelten Mannschaft, also Achmat, Everdarius, Romili und Jalan. Gehen wir doch vielleicht versammelt mal auf die Maraskan-Karte um. Ja, da bin ich sowieso schon. Genau.
So, falls jemand noch nicht da war. Warte, erst, schaut mal, Romelie, hier liegt das Boot, sagt ihr. Hier liegt das Boot, ein riesiges Kriegsschiff. Ich weiß leider nicht, welche Klasse es ist. Es ist nicht so wichtig, wie hoch auf zwei. Ach, Romilly nennt ihr die Maße, die sie glaubt gesehen zu haben. So, naja, die Entfernung ist halt auch immer, es verzerrt ein wenig. Hier und hier haben wir noch Geschütze, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Wie hoch ist das Boot? Okay, Frosty, wie hoch ist das Boot? Die Berechnung können wir gerne mal gemeinsam machen. Wie hoch ist das Schiff? Ohne das ist eine Seefahrtsprobe, sonst sag ich euch das nicht. Ja, meinst du, wir würden keine Seefahrtsproben schaffen? Von Romilly. Oh, ihr Götter! Um Gottes Willen! Das ist doch jetzt nicht deine Seefahrtsprobe. Okay. Sie beschreibt das Schiff. Aber wir können sie ja ein bisschen ausfragen. So, wie viele Masten hat es hoch denn? Wie hoch ist das Schiff? Wenn sie drauf kommt, dass es eine Galeasse ist, können wir den Rest selbst. Ja. Also, Romilly hat Grundkenntnisse. Also im Prinzip könntet ihr mit euren Spinnenbeinen könntet ihr das Ding auch zertreten, das geht auch. Richtig, das ist der Plan. Wir gehen hier. Okay, pass auf, erstmal alles. Ich nehme einfach mal an, es ist deine, keine Ahnung, Galeasse-Typ, Havena. Wir laufen hin mit der Arche. Laufen über das Boot und setzen uns drauf. Die Kanonen sind nach vorne und hinten ausgerichtet, sie werden nicht feuern können. Die Mannschaft kann uns gar nichts, denn sie kann nur am Rumpf kratzen und vielleicht dran hochklettern, denn da werden sich die Schützen drum kümmern. Nachdem die Galeasse also im Hafen versunken ist, marschieren wir weiter ins Inland, zerstören die Befestigung mit den Ästen der Arche. Ihr sagtet, das geht. Ihr wolltet es sowieso ausprobieren. Wir können nicht feuern, aber erschlagen können wir sie. Bei deinem fallenden Herzen gibt es nur einen Hammer auf die 12. Aber dann müssen wir davon ausgehen, dass auch die gesamte Besatzung von dem Schiff besiegt ist. Wir können es uns nicht leisten, dass sie uns dann in den Rücken fallen. Warum belastet ihr nicht? Das ist natürlich schwierig. Oder wir setzen die Arche auf die Seite des Schiffes, sodass sie das Schiff nicht weg kann und die Männer höchstens in blutige See flüchten könnten. Ja, das sollte gehen. Wenn wir herankommen, ohne dass sie Verdacht schöpfen, können wir sie mit einem schnellen Schlag versenken. Dann müssen wir nur hoffen, dass uns die Landgeschütze nicht den Garaus machen. Ja, schaut mal hier auf der Karte, wenn wir die Arche hier hinsetzen, dort auf den Pier, auf den Steg, dann müssten sie durchs Wasser, aber das schaffen sie nicht mit ihren Rüstungen, mit ihren Waffen. Hast du die Karte genormt? Karte ist genormt. Okay, dann schau dir mal 80 Schritte an, das schaffen wir locker. Wir können uns auf das Boot setzen und mit dem Maul vorne können wir noch auf dem ersten Gebäude im Dorf sitzen. Soweit, so groß ist die Arche. Wenn ich die Maße hier richtig sehe, warum setzen wir uns nicht mit dem Heck auf das Kriegsschiff? Lassen vorne die Molgro darauf springen und stürmen direkt den Dorfplatz. Da können wir uns dann verbarrikadieren und sie kommen lassen. Bis die Geschütze gedreht haben, haben wir da die Herrschaft. Und können uns denen zuwenden. Klingt gut. Die Schützen von Malabana können oben im Turm bleiben und einfach alles schießen, was sich bewegt. Und ich bin mir sicher, für Bronn können wir ein paar Bögen auftragen. Oder Ahmad, was haltet ihr von dieser Strategie? Sie ist ebenfalls ehrlos. Noch wenigstens werden sie unsere Feinde gewarnt. Ihr werdet uns alle umbringen mit eurer Ehrenhaftigkeit! Ja, dann, ich bitte euch. Ich denke, ihr werdet mit eurer Ehrlosigkeit in die Niederhöllen fahren. Dann sehen wir uns wohl da. Ahmad, was würdet ihr denn vorschlagen? Du siehst, dass Ahmad sich dann jetzt auch mal auf das Kriegsfeld guckt und hinschaut. Ich werde mir wohl einige Minuten brauchen, um mir eine Strategie auszudenken. Gut. Bedenkt, wir wollen ein paar Leute davonkommen lassen. Nicht zu viele, aber ein paar, damit sie die Geschichte erzählen können. Nun, ich hatte gedacht, der Plan wäre, bei dieser Nacht- und Nebelaktion sowieso möglichst viele Gefangene zu nehmen. Oh, Alpha Darius, ihr meint vielleicht die Geschichte wie an Nemonarchidee,
von Xeran befehligt wird, mit einem Rondrianer vorne dran einläuft. Denkt da vielleicht noch einmal drüber nach, meint ihr nicht? Nun, das stimmt. Ihr solltet auf jeden Fall nicht in erster Reihe kämpfen. Oder ein zweiter. Oder in überhaupt einer. Ich werde unseren neuen Gefährten nicht davon abhalten, seiner Göttin zu huldigen. Können wir den Plan streichen und gleich uns sagen, dass Bann Eisen? Nun, ich denke, wenn er nicht in erster Reihe kämpft und alle seine Feinde niederstreckt, dann werden nur die die Geschichte erzählen, die ihn als erstes direkt das Heil in der Flucht gesucht haben. Seid ihr bereit, das Risiko einzugehen? Das bin ich. Man soll es auf euch lasten, wenn der Plan fehlschlägt. Nun, eine Arche, ein kleiner Geweihter in der Morgendämmerung gegen die Sonne. Da kann man schon einmal sich verschaut haben. Wie schwer ist eigentlich diese Arche ungefähr? Wie schwer unser Schiff ist? Nun, wir haben Ladekapazitäten von mehreren Tonnen. Mehreren Tonnen? Von mehreren tausend Tonnen, wenn es hochkommt. Also wenn ich diese beiden Schiffe hier vergleiche, überlegen wir mal, wenn diese Arche sich jetzt hier ins Wasser... Oh, warte, ich kann gerade nicht springen. Wenn sich diese Arche hier ins Wasser setzen würde, wäre die Flutwelle stark genug, hier das Schiff sozusagen bis ans Ufer treiben zu können, dass das dann hier strandet? In dem flachen Wasser niemals. Da ist auch noch der Pier im Weg. Ja, aber ich glaube, der Pier würde nicht wirklich interessieren, wenn er da so ein fettes Boot gegenfährt. Das Schiff muss vernichtet werden, auf die eine oder die andere Weise. Ja, aber wenn es hier gestrandet wäre, kopfüber... Er kann es immer noch feuern. Wollt ihr garantieren, dass es kopfüber strandet? Nein, deswegen frage ich ja, wie schwer dieses Schiff ist. Also, würde ich zugestehen, wenn du das machen möchtest, von den Spinnenbeinen, die sind ja auch nochmal 8 Meter, wenn ihr euch von 8 Metern aus runterfallen lasst mit euren tonnenschweren Gewicht, das kannst du einfach gar nicht berechnen, wie schwer ihr seid. Und durch diese Flutwelle würden dann auch hier erstmal die anderen Geschütze alle funktionsuntüchtig sein. Wenn die hinter der Mauer stehen... Achso, da ist eine Mauer, ja, Entschuldigung. Ja, ich dachte, das wäre einfach nur so ein kleiner... Ja, okay, nee, dann nicht. Nee, das ist eine kleine Palisade. Wir müssen die Mauer überwinden, bevor sie auf uns feuern können. Wenn wir an den Geschützen vorbeilaufen, stehen wir gut da. Ansonsten fressen wir Kugeln. Denn die, euer Gnaden, werden sich nicht zu fein sein, auf uns zu feuern. Ich möchte kurz anmerken, wenn ihr euch auf dieses Schiff setzt, dann wird diese Rotze hier auch freies Schutzfeld auf euch haben und diese hier werden auch nicht lange brauchen, um auf euch schießen zu können. Messt noch einmal nach. Oh, ich kann die Arche nicht bewegen, Frosty, ziehst du die mal hin? Mit dem Heck auf die Galeasse. Kannst du auch sonst einen Messpöppel oder sowas nehmen? Mit dem Heck auf die... Pass auf, ja, ich zieh mal. So. Arche ist... Gazeer. Wenn wir direkt mit dem Heck drauf sitzen, sind wir so lang. Ist weit hinter dem Geschütz. Wir können uns direkt auf das Geschütz setzen. Also der Vorteil dieser Strategie, Ahmad, wäre, dass wir die Geschütze ausschalten. Aber wir würden dieses Geschütz auch ausschalten, dadurch, dass das Boot einfach dagegen fliegt. Dadurch werden aber, glaube ich, nicht die Geschütze zerstört. Das ist ein Wagnis. Wenn wir uns direkt drauf sitzen, haben wir die Garantie. Wir können uns wenn wir uns direkt draufstellen, dann werden alle diese Leute einfach umgebracht. Wir können auf dem Dorfplatz aus einer starken Position kämpfen. Oder wir können den Strand erstürmen und sterben. Oh, Ahmad, wo würdet ihr denn die Arche positionieren, sobald das feindliche Schiff angestrandet ist? Ich würde gucken, ob es genau hier landet. Dann würde ich hier anlanden. Oder von hier aus das Dorf stürmen. Dann hätten wir aber die ganze Besatzung vom Schiff gegen uns. Ich denke, die würden zumindest bewusstlos geschlagen. Nie im Leben. Bewusstlos geschlagen, wodurch? Durch rumfliegende Schiffsteile zum Beispiel. Die werden ja zum Großteil unter Deck sein. Wenn die von hier aus hier gegen die Mauer fliegen, werden die sich wohl wahrscheinlich ein paar Knochen brechen. Ich war schon in einigen Stürmen ein paar Verluste dabei. Werden dabei sein, aber... Es ist die Karmodgarde. Ein paar gebrochene Knochen halten sie nicht auf. Die Karmodgarde sind auch nur Menschen. Ihr habt nicht gesehen, was wir gesehen haben. Ich bin schon in einigen Stürmen gewesen und ich glaube nicht, dass die Welle, die wir erzeugen, diesen Stürmen gleichkommt. Und auch in diesen Stürmen... Nun, er sagt, die meisten sind unter Deck und wenn sie in einer Hängematte schlafen, wird die Hängematte so einen Schlag zumindest teilweise ausgleichen.
Mein Prinz, du könntest auch einen Sturm entfesseln. Von daher, ich sage es euch, wenn wir das Schiff nicht sofort aus der Gleichung nehmen, ist die Sache zum Scheitern verurteilt. Gut. Dann sollten wir uns lieber zurückziehen und unsere Kräfte schonen. Denn das ist sinnlose Verschwendung. Auch wenn gerade Rondrianer so etwas ja gern betreiben. Fräulein Romilly, Herr Riedkötter, ich würde mir auch noch eure Meinung anhören, bevor ich dann morgen früh meine Entscheidung verkünde. Wie gesagt, wir könnten zwei Geschützmannschaften so einschränken, dass sie uns erst einige Zeit nicht besonders gefährlich wären. Die Mannschaft, die an Deck des Schiffes ist, könnten wir auch ein wenig ablenken. Beide gleichzeitig. Wären in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, könnten aber noch agieren. Auf die Entfernung ist eingeschränkt nicht genug, die treffen. Konntet ihr bei eurem Erkundungsflug abschätzen, wie viele Gardisten oder kämpfende Männer und Frauen sich in dem Dorf befinden? Osti, konnte ich das abschätzen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baracken. Waren 7 Baracken, also dürfte einiges an kämpfenden Leuten sein. Eine Baracke? Ach, Jalan, wir waren da doch auch. Wie viele Leute passen an eine Baracke? Waren das 8? Eine von 10. Lass uns mal von 10 Leuten ausgehen pro Baracke. Denkt lieber 10, vielleicht sind die überbesetzt. 10. Das war jetzt die Frage nach Zivilisten, richtig? Nicht nach Kampfgardisten. Achso. Nein, war es nicht. Entschuldigung. Das war nach kämpfenden niemand, Leuten. Niemand außer dem Kack Achmann schert sich um Zivilisten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. 7 und noch 2, 3 andere Häuser mit unbekannter Funktion. Ich guck 80 grad, Kämpfer würde ich schätzen. Okay. Das Ding ist, wenn wir ohne die Schützen und Artilleristen sind wir da auf jeden Fall in der Unterzahl. Ich sehe hier gerade, wir haben Infanterie, leicht und schwer zusammen gerade 50 Leute. Also, wenn ihr... Ich muss gerade gucken. 65, Entschuldigung. Plus 15 Leibgardisten. Also, ihr habt 25 mal schwere Infanterie, ihr habt 25 mal leichte Infanterie, ihr habt 13 Schützen. Und ihr habt 50 Henker vom Näher, die aktuell an der Artillerie stehen, aber wenn sie die nicht benutzen könnt, dann sind das Kämpfer mit Qualität 3. Oh, das gefällt mir nicht. Die werden aufgerieben. Zählt allerdings mit, wir haben 15 gemischte Söldner der Leibgarde, wir haben einen Ritter Erwald, wir haben einen Myria, wir haben einen Mech. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Schützen und einem Artilleristen? Der Schütze kann schießen, der Artillerist nur so nebenbei. Die Artillerie braucht, ich weiß nicht, 2-3 Minuten, um dann einmal zu schießen. Und dann laden die eben kleine Steinchen und nicht einen großen und dann können die eben auch alle 5 Minuten mal Schaden machen. Ich meine, sie können ja einmal schießen, sich dann Bögen schnappen und mitballern mit den Schützen. Aber jemand will das nicht. Vor allem ist es der Schockeffekt. Denkt daran, Evanarius. Wir müssen sie einmal richtig durchrütteln und dann die Tür eintreten. Nicht langsam mit der Säge hinan und ihnen Zeit zur Vorbereitung geben. Also, Jalan hat seinen Plan erklärt. Achmat hat seinen Plan erklärt. Erklärt Romilly ihren. Romilly, wie hättest du es gern? Nun, wir sollten Überraschungseffekte, die wir haben, nutzen. Die Möglichkeit, so viele von den Kämpfern beschäftigen oder einschränken ihre Handlungsfähigkeit und dann schnell zuschlagen. Gar nicht wissen, wie ihnen geht. Seht ihr, ihre Wohlgeborene hat's erfasst und ist noch gar nicht lange hier. Bei allem Respekt für euch, euer Gnaden, und damit schaue ich Achmat. Aber manchmal sollte man dem Herrn Fex doch
Vorzug geben in einer solchen Schlacht. Ich sage ja auch nicht, dass das nicht so ist. Meine Strategie hat nur einfach weniger Verluste in Aussicht gestellt. Weniger? Weniger? Ihr Götter, verfluchter Haufen Scheiße! Jala, bitte! Ihr verheizt meine Leute da draußen! Meine Herren! Jala, geh da offen ins Gesicht. Benehm mich, ist mir egal. Ahmad, ihr seid von der Brücke verwiesen. Na klar. Ihr seid für die nächste Stunde von eurem Eid entbunden. Stets an der Seite von Jalan zu bleiben. Ephadaios, wollt ihr mich verarschen? Sagt das Riedkötter? Ja. Götter, verfluchter Haufen. Tut mir leid, aber... Wirft unsere Leute weg, um Kamadgalisten zu retten. Das ist Verrat, nichts anderes. Jalan, bei aller Liebe, aber hiermit möchte ich mich von der Position als eure Leibgarde... Das kann ich einfach nicht. Ich gehe. Dann sei es so. Darf Hilal hier bleiben, Ephadaios? Ich habe immer noch eine Aufgabe. Hilal kann, wie bis jetzt, vor der Tür warten. Sich zu Hilal runterbeugen. Hör genau zu, was dieser Abschaum dort zu sagen hat. Dein Sklave ist nicht bei der Offiziersbesprechung dabei. Der wäre dabei gewesen bis jetzt. Nein. Okay, dann wäre er draußen gewesen. Also der wäre die ganze Zeit bei mir, bis mir irgendjemand sagt, dass ich nicht dabei sein darf. Hier sind nur Offiziere zugelassen, also der wird da nicht reingelassen. Ja, dann steht er draußen. Ja. Ja, dann wird ihm draußen gesagt, dass er aber hören soll, was dieser Abschaum zu sagen hat. Ja, ja. Also da hat sich gerade eben der Ritter Jargold verabschiedet, oder wer war das? Ja, Jargold und Ahmad verlassen gemeinsam den Raum, kopfschüttelnd, und Hilal wird dann reingeschickt, der guckt in die Tür rein. Darf ich hier bleiben? Vor der Tür. Aber ich soll hören, was ihr sagt. Nein, du sollst nicht zuhören. Ja, Herr. Schließ die Tür. Er schließt die Tür. Jalan kocht noch vor sich hin. Weniger Verluste. Habt ihr das gehört? Beruhigend eine Hand auf den Unterarm. Oberst, habt ihr das gehört? Beruhigt euch, bitte. Was würden eure Männer denken? Oberst, würdet ihr euch die nächste Stunde über des Eids des Rondianers annehmen und auf Jalan aufpassen? Ich denke, das ist nur eine Formsache, aber um seinen abgegebenen Eid zu gewährleisten. Der nickt. Gut, danke. Ich werde bis morgen früh eine über der Strategie brüten. Vielen Dank für all eure Ratschläge. Ich werde euch informieren. Nun sollten wir uns alle etwas Schlaf gönnen. Wegtreten. Weniger Verluste. Jalan, bitte. Gibt nichts mehr zu bitten. Euch ist nicht, wenn ihr jetzt die Nerven verliert. Bandem ist damit geholfen. Es folgt nur Zähneknirschen. Der Oberst tritt dann noch einmal an Ephadaios heran und möchte ihm dann, nachdem alle anderen gegangen sind, ein paar Details abverlangen. Und zwar, wie denn auf Land gekämpft werden muss, soll. Denn ihm sind die Geschütze und das Anlanden ist ihm herzlich egal. Er tut das, was getan werden muss, aber er möchte von dir wissen, mit welcher Strategie und welcher Taktik du auf Land kämpfen willst. Verweigerte Flanke, schiefe Schlachtreihe, Hammer und Amboss, Bastion, Lanze, Schwinge des Adlers, Bauerntausch, Abschluss. Auch wenn Jalan als Kapitän abgesetzt wurde, ist er immer noch der Ansprechpartner in Sachen Landangriff. Er wird euch Instruktionen erteilen. Jawohl, Herr Kapitän. Und dann schnappt er sich seine Sachen, rollt die alle zusammen und geht dann Jalan hinterher. Ja, wenn er ihn findet, schlägt er sich gerade mit Romilly.
hier einen kleinen Übungskampf im Raufen versuchen. Wird relativ klar sein, wer gewinnt, aber... Greifenmund. Oh, Greifenmund, wollt ihr mich verarschen? Was hat ihr mir vorzuwerfen? Sprecht. Ich habe euch nichts vorzuwerfen, aber wenn ihr der Taktiker seid, dann will ich hoffen, dass ihr eine bereits ausgearbeitete Taktik und Strategie habt. Sonst ist ein Prügeln relativ sinnlos. Also, wie handeln wir auf Land? Ich weiß es nicht, Herr Oberst. Ich weiß nicht, wo wir an Land gehen. Ich weiß nicht, wann wir an Land gehen. Ich weiß nicht, wie die Lage sein wird. Ich weiß nicht, was wir im Rücken haben. Dann solltet ihr euch besser bis morgen früh, Punkt 7 Uhr, zum Antreten, eine bereits ausgefeilte Taktik, Strategie überlegen. Und zwar nicht nur einen Plan A, sondern ich will auch einen Plan B und einen Plan C haben. Ihr müsst mir nicht erklären, wie man eine Schlacht führt, Herr Oberst. Wir machen das beide, glaube ich, zu lang dafür. Passt auf. Zwei wichtige Dinge im Dorf sind zum einen die Geschütze, zum anderen das Zentrum. Die Geschütze rausnehmen und die Gebäude in der Mitte halten können, haben wir so gut wie gewonnen. Wenn es das nicht gelingt, laufen wir uns fest. Ist das dein Ernst? Das Einzige, was ich im Moment sagen kann. Der Rest... Das sind Ziele, aber das ist keine Strategie. Was ist, wenn der Feind uns von der Flanke fällt? Was soll ich sagen, wenn wir eine halbe Meile westlich an Land gehen und ich euch sage, was passiert, wenn euch jemand in die linke Flanke fällt? Das ist dann doch scheißegal. Herr Oberst. Ich kann euch nichts sagen, weil ich nichts weiß. Ich kann euch sagen, wie die Lage aussieht, und so sieht die Lage aus. Wenn ich nicht weiß, wo wir landen, wenn ich nicht weiß, wo der Feind ist, wenn ich nicht mal weiß, wo wir sind, was soll ich tun? Soll ich mir etwas aus dem Hut ziehen? Ich bin nicht Helm Harfax. Also gut, dann werde ich meine Oberleutnante direkt die Befehlsgewalt über ihre kleinen Subtrupps geben. Danke. Ja, vollstes Vertrauen in die Fähigkeit eurer Männer. Deswegen habe ich euch angeheuert.